Willkommen zurück zu einer neuen Folge Rayman Legends. Wir spielen beste Filmmusik. Was uns hier erwartet, werden wir gleich sehen. Vielleicht erkennt man ja sogar einen Titel. Okay. Was ist denn hier? Nichts. Darf ich da drauf? Bricht es ein? Nein. Oh, das scheint ja so ein böser Loom zu sein, hä? Ach, nett. Na, was los? Krieg ich die Burschen's nicht? Und zurück. So, Achtung. Oh, ich komme da nicht dran, Leute. Achtung, letzter Versuch. Haben wir doch noch geschafft. Super, vielen Dank. Und jetzt hier? Okay. Oh, was haben wir da? Da können wir auch nochmal drauf klatschen. Können die irgendwas, die Vogeln da? Nee. Aha. Musik. Wenn ich da reinfall, dann wird ich weggespült, oder? Dann geht's wieder zurück. Achtung. Oh, was mit dem Sack? Können wir den gar nicht öffnen? Doch, haben wir schon. Perfekt, super. Achtung, Achtung, Achtung. So, jetzt müssen wir mal anders anstellen. So, und jetzt. Halte X in der Luft gedrückt. Naja, das wissen wir ja schon. Aber was sind das für Angry Birds da, oder? Nee, sie sind nicht angry. Die sind schläfrig. Achtung. Bleib doch mal da oben stehen, du Depp. Jetzt. Hammer. Der ist narrisch. Pflanze aus dem Boden gezogen. Boah, der schaut fies aus. Weg mit dem Kerl. Und. Zack. Ja, nette Hintergrundmusik. Oh, das wollte ich eigentlich haben. Wir probieren es ohne. Zack, weg damit. Ja, hier eine Art Orchester in der Wüste. Was passiert hier da? Aber mein Freund hält sich nicht fest. Vielleicht, wenn wir da drauf sind, werden wir hochgeschossen. Nee, sowas ähnliches passiert, aber wir werden nicht hochgeschossen. Sehr gut. Oh, ich sehe gerade, wir müssen von Anfang anfangen. Das geht ja gar nicht. Wir spielen schon 3 Minuten hier. Und wir müssen vom Anfang beginnen? Was ist denn da schief gegangen? Naja, anscheinend habe ich es nicht anders verdient. Aber okay. Also das mit diesen Vögeln checke ich ja überhaupt nicht. Was sollen die? Können die was? Ich hau da nochmal drauf. Nee, da passiert nichts. Ich kann mal alle Knöpfe drücken, die es gibt. Nee, da dreh ich nur durch. Okay. Okay. Aha. Okay. Bin ein bisschen verwirrt bei dem Level hier. Na gut, dann gleiten wir mal. Mich macht das gerade ein bisschen sprachlos, dass wir nach so langer Spielzeit, meine lieben Zuseher und Zuseherinnen, also ich schätze mal, das sind bestimmt schon 3, 4, die das Video jetzt gesehen haben, so weit vorne wieder anfangen mussten. Was ist denn da passiert? Achtung, mir fehlen die Worte. Ach so, hier, ich kann ja darüber schweben, oder? Oh, jetzt sind sie weg. Okay, Vogel ist platt. Gemüse ist weg. Aha, zack, schön. Und jetzt? Also, das verstehe ich nicht. Ja, man muss ja nicht alles verstehen. Ist ja auch nett zum Angucken. Gut, hier sind wir vorhin draufgegangen. Problematik war, ich bin da in dieses rote Gedöns reingesprungen, was mir eine Platzierung zurück zum Start gebracht hat. Und nochmal habe ich da keine Lust drauf, deswegen lassen wir das. Achtung.
Aber schön musikalisch. Bestimmt auch einen pädagogischen Hintergrund. Ah, was mit dir? Okay, was mit denen? Die sind nicht mehr nett, oder? Genau. Soll ich dem auf den Kopf springen? Was nichts bringt, oder? Der hat ja so einen fiesen Helm auf. Vielleicht so eine Schmetterattacke? Ja, okay. Zum Eisenhelm. Jetzt habe ich da gedrückt, was passiert? Aha, schön. Also, das ist merkwürdig hier. Gut, gleich nächsten Bereich vom Level auskundschaften. Sehr schön. Filmmusik, glaube ich, heißt ja hier. Der Spaß. Und hier, was kann ich da machen? Ich kann da nicht reinspringen. Oh, der Dicke schaut fertig aus. Ah doch, jetzt kann man wegklopfen. Ah, wenn man wegklopft, kommt er wieder. Aha, okay. Aha. Schön. Okay. Ich weiß nicht, wohin. Halt, das muss man doch ausschalten können, oder? Ah, ja, okay. Habe ich vorhin gar nicht drauf geachtet. Blume kassieren. Und einen schönen Sprung hingelegt. Okay, den kriegen wir jetzt nicht mehr. Aber... Also ich muss sagen, ich bin echt ein bisschen sprachlos von dem Level. Das habe ich ja noch gar nicht so gesehen. Ich glaube, runter kann ich nicht. Das wäre ungut. So, und wieder rauf hier. Okay, lass mal schauen. Kann ich auch auf dieser Schnur gehen? Aha, kann ich. Sehr gut. Einfach nur drüber fliegen. Den kleinen Roten da platt machen. Achtung. Und jetzt? Stimmt. Da kann ich wieder nicht drauf rumdancen. So, nochmal. Achtung. Flupp. Sprung, Sprung. Das haben wir geschafft. Das haben wir auch geschafft. Jetzt haben wir nur den Kleinling in seinem Eisenkäfig nicht bekommen. Aber hier, das dürfte klappen. Sehr gut. Runter nicht. Okay, okay. Was passiert da? Passiert da was? Ne, da passiert nichts. Sehr merkwürdiges Level. Naja, das ganze Spiel ist ein bisschen merkwürdig. Eigentlich, wahrscheinlich gibt es da noch viel verplantere Sachen. Von dem her, alles mal ganz locker sehen. Okay. So, da geht's weiter. Da kann ich nicht drauf, da falle ich runter. Also, wie machen wir das? Sprung. Okay, haben wir geschafft. Wie schön. Nächster Abschnitt. Musik hat sich wieder geändert. Ah ja, okay. Das ist hier so ein bisschen... wie war der Titel? Filmmusik? Jetzt habe ich da keinen Titel erkannt, aber vielleicht sollen wir ja auch gar keinen erkennen. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Aha. Aha. Aha, was bringt es? Oh, jetzt ist der Vogel weg. Aha, ich kann auf den drauf? Oh Gott, ich weiß nicht. Was ist denn hier? Guck mal, der hängt mit seinem Oberkiefer an der Kante, wie geil. Okay, irgendwas kann ich da machen, bringt aber nichts. Aha, da windet's. Aha. Da kann ich mich jetzt draufstellen. Aha, haben wir geschafft. Schön. 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 Schön und wusch. Nächster Wusch. Hier ein Kugelfisch Angry Bird. Ah, boom. Schön. Sollen wir den mal da wegbolzen, den Burschen? Wie geht das?
Nee, das geht nicht. Der hat zu viele Stacheln. Okay. Moment, aber ich gehe nochmal zurück. Was ist mit diesem... Also, das verstehe ich ja. Also, das Level ist ja wirklich sehr merkwürdig. Ich kann ihn gar nicht... Nee, hätte ich das mal bleiben lassen. Hätte ich das mal bleiben lassen, dann wäre mir das erspart geblieben, wieder vom Anfang zu spielen. Aber nichtsdestotrotz, dieses unglaublich verplante Level, was es mir einfach hier nicht einleuchten will, das ist, ich kapiere das einfach nicht. Also es ist echt witzig. Aber was ist das für ein Level, Leute? Oh, ah, warte mal, da ist ja auch wieder Musik da unten. Aha. Naja, wissen wir das alles. So, zack. Ja, ich werde mir demnächst mal noch ein Spiel holen für ein Let's Play. Ich weiß aber leider noch gar nicht, welches. Nachdem ich ja das mit diesen Let's Plays erst gerade angefangen habe und ich Rayman eigentlich nur nutze, ein bisschen hier die Übung zu bekommen, nicht vergesse zu reden oder auch viel Blödsinn zu reden, ja, schaue ich schon immer so nach, was als nächstes angesagt sein könnte. Bin da jetzt nicht ganz so fit, ich will auch nicht jeden Rotz spielen, weil irgendwie soll es ja auch noch Spaß machen und ein Hobby bleiben. Will ja da jetzt nicht auf Biegen und Brechen irgendwie in den nächsten paar Jahren hunderte oder tausende von Videos raushauen. Aber mal gucken. Ich weiß leider gar nicht. Also, gut, ist ein bisschen zu früh nachzufragen, was ihr mir vorschlagt oder was ihr gern sehen würdet. Weil von meinen 21 Abonnenten die sind nicht besonders kommunikativ, aber mal schauen, vielleicht ändert sich das noch irgendwann mal. Ich weiß nicht, es soll jetzt demnächst wieder Uncharted, wie es heißt, rauskommen. Ich glaube schon der vierte Teil. Ja, und ich bin da wirklich am Überlegen, ob ich das mal holen soll. Es ist, ich weiß nicht, heute ist irgendwie der 3. Mai, glaube ich. Ja, der 3. Mai, genau. Und es soll rauskommen, weiß ich nicht mehr. Ich glaube am 10. Mai, also jetzt bald. Was ich schon mal auch ausprobiert habe, war Doom. Fand ich aber leider mega den Scheiß. Liegt vielleicht daran, dass ich schon Doom irgendwie Ende der 90er gespielt habe und auch Anfang 2000er. Da war das irgendwie noch cool, aber jetzt diese Doom-Beta, die draußen war, das war ja furchtbar. Ein nicht endender Albtraum von so einem dummen Gemetzel. Also furchtbar bescheuert war das Spiel. Ich weiß nicht, vielleicht ist dann die finale Version dann auch wieder ein bisschen besser. Aber, ja, der erste Eindruck war ja schon mal richtig beschissenst. Na okay, genug gelabert. Wir spielen weiter. Cool, er hängt wieder mit seinem Kiefer da. Das ist so geil, das ist so cool. Wenn ich wüsste, wie man einen Screenshot machen könnte, würde ich jetzt hier so einen Screenshot machen, wie der unser roter Freund da hängt. Weiß ich nicht. Aha, also das ist ein fantastisches Level. What the fuck? Ah, der kann ja da ganz normal laufen. Aber warte mal, der kann ja da was drücken. Jetzt wird's interessant. Komme ich da wieder hoch oder habe ich das jetzt endgültig vergeigt? Achtung, wir schweben da mal hin. Ach, wie schön. Also das Level ist jetzt, es ist in Ordnung, aber es ist jetzt keins, wo ich sage, wie cool. Also es ist so merkwürdig. Wer kommt denn auf solche Ideen? Was haben denn die Leute da in ihrer Jugend mit ihrem Gehirn gemacht? Ja. Ist halt sehr kreativ, gell? Was muss ich machen? Leute, was muss ich machen? Einfach mal... Ach, der schleudert mich, der Bursch. Okay. Und flupp, durch die nächste Tür. Oh weh, oh weh, oh weh. Oh weh. Okay, was muss man machen? Ich muss erstmal hier mich orientieren. Da komme ich ja nicht rein. Muss ich erstmal diese Angry Birds da kaputt machen. Aha. Ui, was passiert? Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Na, jedenfalls ein Fehler von meiner Seite her. Okay. Ah, ich bin in diesen Strahl rein, das war's. Genau, jetzt hat. So, den Kleinling befreit. Ach, das war das ein Secret-Level oder wie?
Ich passe ja hier gar nicht mehr auf. Ja. Ah! Nein, wir haben das Spiel sogar bestanden oder das Level geschafft. Ja, welch ein grandioser Erfolg. Nach 15 Minuten und einer Sekunde hatten wir es durchschritten. Vielen Dank fürs Reinklicken. Lasst einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach unten da. Und schaltet das nächste Mal wieder rein. Bis dann.